Bringe mein Geschütz in Stellung. Schön weit aufwachen. Yeah.
Thank you.
einerseits und andererseits. Ich hab geschworen, nie wieder zu töten, aber drauf geschissen. Thank you.
sterben wie die anderen Idioten. Munition auf Null!
deaktivieren. Mach sie platt. Wer die Wahl hat. Geschütz steht! Hey, hey, hey.
Feuer. Geschütz in Stellung gebracht. Let's go.
Mach darauf aufmerksam, dass das Jenseits extrem langweilig ist. Ein Besuch lohnt sich nicht. Munition auf Null! Die Hyperion Corporation freut sich, dass sie von ihrer Reise ins unbekannte Land zurück sind.
bringe mein Geschütz in Stellung.
leer geballert. Scheiße. Yeah.
willkommen in meinem bescheidenen Laden. Danke für die Kohle. War mir wieder ein Vergnügen. Danke für die Kohle. Nichts geht über einen guten Verkauf. Du bist mein millionster Kunde. Dass dir das nicht zu Kopf steigt. Nicht sterben, ich brauche dein Geld. Wieder und schau dir meine neue Waffe des Tages an. Halb tot? Ah, das kriege ich wieder hin. Wenn du das nächste Mal am Verbluten bist, denk einfach Dr. Zed. Alles okay? Schluss dir was aus! Meine Zeit ist kostbar! Irgendwie. Komm ja nicht wieder!
auf dem Schwarzmarkt. Erzähl's nicht deinen Freunden. Du weißt, wo du mich findest. Wie geht's? Wie steht's? Hey, wenn du nicht gerade nichts vorhast, kann... Hey, Lust, einen Mordfall zu klären? Ich bin der Marshall hier in der Gegend. Einer von den Gatter-Vierlingen hat den Jungen da drüben abgeknallt. Ich ernenne dich zum Deputy. Hör dich bei Moxie und Zed um und finde raus, welcher von diesen vier völlig gleich aussehenden Dreckskerlen abgedrückt hat. Sonst muss ich alle vier hängen und so viel Zeit habe ich nicht. Stimmt, der ist wieder so gut wie neu. Aber das kleine Stinktier hat mir zu viel bezahlt. 5000 Piepen. Die musst du doch nicht beschlagnahmen, oder? Eine neue Ausgabe von Achtung Eilmeldung! Einfach Propaganda! Wir werden Jack nicht aufhalten können. Oh, sieh an, ein Kammerjäger. Freut mich, dich kennenzulernen. Geht's gut? Du arbeitest aber nicht für diesen Marcus, oder? Du machst mir irgendwie Angst. Na, jüngst mal Skags erlegt? Ich hoffe doch. Also, vor ein paar Stunden habe ich einen Schuss gehört. Habe ich natürlich ignoriert, bis jemand gekommen ist und mich geholt hat. Ich habe den Jungen blutend auf der Straße vorgefunden, eine einzelne Kugel in der Kehle. Und einen von den Gatterjungs habe ich wegrennen sehen. Tja, mehr weiß ich leider auch nicht. Was riecht denn hier so? Komm vorbei! Ich habe Arbeit! Hey, ich habe einen Job für dich!
Die Gatterbrüder? Ja, so einer ist vor ein paar Stunden hier reingeplatzt und verlangte einen sicheren Hafen. Ich sagte, ich kann ihm nichts versprechen. Da ist er giftig geworden. Ich musste zu Ruby greifen und ihm ein paar verplätten. Sein Schild hat die ersten zwei Schüsse geschluckt, aber puh, den letzten hat er gespürt. Ich lass mir doch in meinem eigenen Schuppen nicht drohen. Ich hasse diesen Planeten. Danke, sag mir noch mal. Ich glaube, ich habe Turbokrebs. Waffen, Waffen, Waffen! Immer eine Freude, dein Geld anzunehmen. Beehre mich bald wieder. Drei Worte, mein Freund. Kein Geld zurück. Willkommen in meinem bescheidenen Laden. Gibt es irgendwelche Fortschritte?
Bei den Lands damals war es nicht so. Wenigstens lebe ich noch. Zu Talk Super Spektakel, geil auf Gewalt! Heute sehen wir den Kammerjäger im Kampf gegen den gefräßigen Wackelpappler! Was geht ab?
deine Lieblingsfarbe? Hast du den Film über den basketballspielenden Hund gesehen? Wann war dein erster Kuss? Hast du die Fortsetzung von dem Film mit dem basketballspielenden Hund gesehen? Wo der Hund ins Weltall fliegt? Und wenn ja, welchen Film fandest du besser? Großartig! Nächste Frage. Wie findest du meine Gesichtsbehaarung? Danke! Wie schätzt du die Chance des Kammerjägers gegen den gefräßigen Mottenkopflein? Wird er gewinnen? Wird er sterben? Was denkst du? Das klingt nicht sehr überzeugt. Nächste Frage. Wer ist die attraktivste Person auf Pandora? Das kann nicht dein Ernst sein. Ellie ist doch eine glatte Zehn. Erweitere mal deine Definition von schön. Oh, es scheint, unsere Zeit ist um. Wir sind gleich wieder da. Vorher ein Wort von unserem Sponsor. Hey, komm her, damit ich dir was im Vertrauen zuflüstern kann. Klartext. Der Gobblerkampf ist manipuliert. Der Torgvorstand hat den Gobbler unbesiegbar gemacht. Er soll alle Teilnehmer auffressen und uns so ein paar Klicks im Echonet bescheren. Ich will aber nicht, dass du stirbst, weil du cool bist. Oh, Mist, ich flüstere ja gar nicht mehr. Mein Fehler. Du musst in die Küche alle kalt machen und das Essen des Gobblers vergiften. Sobald das Gift wirkt, kannst du ihn killen. Er soll schon deswegen sterben, damit ich ihn essen kann. Er sieht köstlich aus. Und hier sind wir wieder. Der Kammerjäger ist in der Küche. Aber heute steht etwas Neues auf dem Speiseplan. Mord! Kammerjäger, töte die Kacke!
durchlöcher sie. Jetzt guck dir das an. Vorsicht, Ballast!
Geschütz wird in Stellung gebracht. Hättest du gut daran, Torx Anweisungen zu ignorieren. Die Köche sind tot. Wir können also unser eigenes Rezept für den Gobbler zubereiten. Geh zur Kühlkammer!
eine Herausforderung gemeistert. Verschlossen! Lass mich mal mein ferngesteuertes Schlösserknackprogramm anwerfen! Schlösserknacken! Wow, wow! Was ins Auge fällt, möge es dich auf deinen Reisen schützen. Keine Gewährleistung. Denk daran, wir haben immer geöffnet. Meine Mami ist es. Teilnehmer haben keinen Zutritt zum Kühlhaus. Sofort raus! Wir müssen Fleisch für den Gobbler aussuchen. Schnapp dir die Skelettkadaver, die am leckersten aussehen! Dafür werde ich sowas von gefeuert, aber das juckt mich nicht!
Das Wasser im Mund zusammen! Mama war die Hälfte! Organ auf dem Feld! Ich mag nicht auf.
Ich weiß nicht, was du vorhast, aber es gefällt mir nicht. Tribute, entfernt den Kammerjäger aus meiner Küche. Zu sterben? Ja! Jetzt müssen wir das Fleisch hacken. Ab in die Küche. Dort. Als Präsident verlange ich zu erfahren, was der Kammerjäger im Backstage-Bereich verloren hat. Ich sorge nur ein bisschen für Abwechslung. Ihr Job hier ist nicht für Abwechslung zu sorgen. Ihr Job ist, ihre Muskeln zu spannen und Luftgitarren-Solos hinzulegen, Sie Idiot. Worte können wehtun.
Teufelchen hassen! Hack los, Hackfresse! Bald haben wir das Essen für den Gobbler fertig. Das Fleisch ist zubereitet. Fehlt nur noch eine Zutat. Tödliches Gift. Geh zu den Stoßstecherlistern. Sprengsätze ausgegangen, also werde ich diese Tür per Fernbedienung öffnen, ohne sie hochzujagen. Bist du nirgendwo? Verarscht! Komm jederzeit wieder. Schon, dass du auf einen Idioten hörst, oder? Torque hat seine Explosivwaffentechnologie erfunden und sie uns dann für $12 und einen High Five verkauft. Wir haben ihn nur zu PR-Zwecken behalten. Aber jetzt brauchen wir euch beide nicht mehr. Tribut, töte sie! Keine Schilde, um dich zu töten. Das reicht.
willkommen in meinem bescheidenen Laden. Danke für die Kohle. Keine Gewährleistung. Beehre mich, Bad, lass es nicht zu sehr krachen.
es geschafft! Ich kann den Doppler förmlich schon schmecken! Ins Essen des Dopplers, dann kannst du gegen ihn antreten. Warum müssen Sie sich unbedingt wie ein Trottel aufführen, Torg? Genauso haben Sie die Aktienmehrheit in Ihrem Unternehmen verloren. Ich hätte Sie töten sollen, als ich die Chance dazu hatte.
der Tag für den Kapitalismus. Du bist mein millionster Kunde. Dass dir das nicht zu Kopf steigt. Möge es dich auf Lebwohl, mein Freund. Gib die Drüsen jetzt in das Marinadefass. Drück den Knopf, um das verdammte Scheißessen zu marinieren. Das Essen ist fast fertig. Wir müssen es nur noch kochen. Starte das Kochförderband. Jetzt reicht's. Sie sind zu oft aus der Reihe getanzt, Torg. Die heutige Mahlzeit ist gestrichen. Köche, schaltet diesen Ofen aus. Wir dürfen jetzt nicht aufgeben. Verteidige den Ofen. Ich schwöre bei meinem Bauchmuskel. Ich werde den Ofen Doppler verspeisen. Thank you.
serviere kein lauwarmes Essen! Oh nein! Du musst den Ofen wieder anwerfen! Geschmacksknospen brennen mit der Kraft von 1000 Atombomben! Mir läuft derart das Wasser im Mund zusammen, dass ich ein halbes Dorf darin ertränken könnte! Die Geschmacksokalypse steht bevor! Wenn Sie den Gobbler töten, Tork, wird das Ihre Henkersmahlzeit. Das garantieren Ihnen der Firmenvorstand und ich. An deiner Seite vertrauen. Reiß den Schurken den Arsch auf, ha? Wissen Sie, wieso wir den Gobbler unbesiegbar gemacht haben, Tork? Damit Sie ihn killen können. Nach dutzenden Fehlversuchen anderer Kandidaten sollten Sie ihn am Ende vor laufender Kamera töten. Mit unseren teuersten Waffen in der Hand. Sie hätten als Held dagestanden. Wozu ein Held sein, wenn man einen verspeisen kann? Sie sind der dümmste Mensch der Welt. Ich habe einige andere Teilnehmer dafür bezahlt, dich zu töten, falls der Gobbler es nicht schafft. Du und Tork werdet büßen für eure Idiotie. Da kommt der gefräßige Waffelgobbler! Wir haben das normale Fressen dieser Kreatur durch Vergiftetes ersetzt. Mal sehen, ob er den Unterschied merkt. Er hat den Köder geschluckt. Jetzt musst du überleben, bis das Gift wirkt. Waffelgobbler! Nein, ihr Idiot,
kritischen Söldner. Nicht auf den Koppler schießen, auf den Kammerjäger. Das ist gut. Das funktioniert. Der Koppler ist verwundbar. Lass die Geschmacksokalypse beginnen. Hier, pack! Lassen Sie das ab oder Sie fliegen aus der Firma. Mir doch egal. Dann arbeite ich in Zimoxi und jage es aus dem Tag bis in den Pimmel.
Herausforderung gemeistert. Wirklich erstaunlich. Dankbar für Mordsmonster und die Söldner, die sie in die Luft jagen. Es kommen einem fast die Tränen, aber man verdrückt sie, um nicht wie ein totales Weichei dazustehen. Aber es ist okay, denn auch Badasses weinen mal.
Meine Oma ist ein Riesenfan von ihr. Würdest du ihr kurz Hallo sagen? Ja. Kammerjäger, du bist großartig! Hast du nicht mal Terramorphos zur Strecke gebracht? Ich habe auch mal gegen so ein Riesenmonster gekämpft. Einen Waldtintenfisch mit 100 Tentakeln. Hast du auch schon mal gegen was mit Tentakeln gekämpft? Ach, na klar, Terramorphos hatte ja auch Tentakel. Wie dumm von mir. Wo war ich stehen geblieben? Es tut mir so leid! Ach ja, richtig, das Walmonster. Sein Name war Fischkorb der Vernichter. Aber ich nannte ihn nur den Vernichter. Als ich ein kleines Mädchen war, griff er meine Heimatstadt Tsunamis Edge an. Warst du jemals in Tsunamis Edge? Tolle Stadt, schöne Strände, super Essen und extrem niedrige Lebenshaltungskosten. Sogar als alleinerziehende Großmutter mit einem Teilzeitjob in einer Skagfleischfabrik konnte ich für den kleinen Mr. Talk sorgen. Aber wir sind über die Runden gekommen. Schließlich hatten wir nur noch uns, nachdem mein Sohn und seine reizende Frau bei der schrecklichen Gasleck-Explosion in der Iridium-Mine ums Leben gekommen waren. Von diesem Tag an schwor mein kleiner Mr. Torf, sich alle Explosionen untertan zu machen, um seine Eltern zu rächen und... Ach, hey, worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ach ja, Fischkorb, der Vernichter. Jedenfalls hatte ich gerade meinen Bizeps um Fischkorbs klossigen Hals geschlungen. Klossig? Oh, Entschuldigung, ich wollte natürlich klobig sagen. Ich dachte nur gerade an die Klöße, die Mr. Torp mir gestern gekocht hat. Nochmal danke dafür, mein lieber Enkel. Ich liebe dich, Oma! Jedenfalls hatte ich gerade meine Bizeps um Fischkopfs klobigen Hals. Wo bist du hin? Schon kapiert. Meine Geschichte interessiert dich sowieso nicht. Was für dich? Meine Oma ist ein Riesenfan von dir. Würdest du ihr kurz Hallo sagen? Oh Mann, der Kammerjäger, du bist großartig. Hast du nicht mal Terramorphos zur Strecke gebracht? Ich habe auch mal gegen so ein Riesenmonster gekämpft. Einen Waldtintenfisch mit 100 Tentakeln. Hast du auch schon mal gegen was mit Tentakeln gekämpft? Ach, na klar, Terramorphos hatte ja auch Tentakel. Wie dumm von mir. Wo war ich stehen geblieben? Es tut mir so leid. Ach ja, richtig, das Walmonster. Sein Name war Fischkorb der Vernichter. Aber ich nannte ihn nur den Vernichter. Als ich ein kleines Mädchen war, griff er meine Heimatstadt Tsunamis Edge an. Warst du jemals in Tsunamis Edge? Tolle Stadt, schöne Strände, super Essen und extrem niedrige Lebenshaltungskosten. Sogar als alleinerziehende Großmutter mit einem Teilzeitjob in einer Skagfleischfabrik konnte ich für den kleinen Mr. Talk sorgen. Aber wir sind über die Runden gekommen. Schließlich hatten wir nur noch uns, nachdem mein Sohn und seine reizende Frau bei der schrecklichen Gasleck-Explosion in der Iridium-Mine ums Leben gekommen waren. Von diesem Tag an schwor mein kleiner Mr. Talk, sich alle Explosionen untertan zu machen, um seine Eltern zu rächen und... Ach, hey, worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ach ja, Fischkorb, der Vernichter. Jedenfalls hatte ich gerade meinen Bizeps um Fischkorbs klossigen Hals geschlungen. Klossig? Oh, Entschuldigung, ich wollte natürlich klobig sagen. Ich dachte nur gerade an die Klöße, die Mr. Torp mir gestern gekocht hat. Nochmal danke dafür, mein lieber Enkel. Ich liebe dich, Oma! Jedenfalls hatte ich gerade meine Bizeps um Fischkopfs klobigen Hals geschlungen, als Mr. Torp losholte. Er mag Waldtintenfische und kann nicht mit ansehen, wenn man ihnen wehtut. Ich bin die Prinzen der Meere! Also ließ ich den Wal wieder hinaus ins weite Meer schwimmen, nachdem ich ihm als kleinen Denkzettel eins aufs Auge gegeben hatte. Danach chauffierte mich Mr. Talk zur Eisdiele und spendierte mir eine Portion Rocky Road, weil das mein Lieblingseis ist.
Ich mag besonders, wie die Marshmallows sich wie kleine geschmackliche Landminen vom Schokoladenschlachtfeld abheben. Was ist dein Lieblingseis? Malaga vielleicht? Ich wette Malaga. Ach, apropos Malaga, du errätst nie, wen ich heute getroffen habe. Malago El Magico. Das ist ein Zauberkünstler, der seine Tricks bei Crazy Earl gelernt hat. Deshalb auch sein seltsamer Schnurrbart, weißt du? Aber einmal habe ich ihn einen Rackbau verschwinden lassen sehen. Einen ganzen Rackbau. Ich sagte also zu Mr. Talk, Mr. Talk, sagte ich, war das nicht toll? Und er sagte, ja, Oma, war es nicht so high five? Das weißt du doch noch. Ich erinnere mich, Oma. Hinterher haben wir uns dann in der Schlange angestellt, um ein Autogramm von ihm zu ergattern. Es muss hier irgendwo sein, wahrscheinlich auf dem Speicher. Ich muss da oben unbedingt mal aufräumen. Ich bewahre dort so viele kleine Andenken auf. Hörst du? Du hörst mir doch zu, oder? Was war doch gleich mein Lieblingseis? Hey, ich habe das Militär verlassen, weil mir die ewige Warterei auf den Sack ging. Interessiert dich sowieso nicht. Ja. Hey, Mission! Meine Oma ist ein Riesenfan von dir. Würdest du ihr kurz Hallo sagen? Mann, der Kammerjäger, du bist großartig. Hast du nicht mal Terramorphos zur Strecke gebracht? Ich habe auch mal gegen so ein Riesenmonster gekämpft. Einen Waldtintenfisch mit 100 Tentakeln. Hast du auch schon mal gegen was mit Tentakeln gekämpft? Ach, na klar, Terramorphos hatte ja auch Tentakel. Wie dumm von mir. Wo war ich stehen geblieben? Es tut mir so leid. Ach ja, richtig, das war ein Monster. Sein Name war Fischkorb der Vernichter. Aber ich nannte ihn nur den Vernichter. Als ich ein kleines Mädchen war, griff er meine Heimatstadt Tsunamis Edge an. Warst du jemals in Tsunamis Edge? Tolle Stadt, schöne Strände, super Essen und extrem niedrige Lebenshaltungskosten. Sogar als alleinerziehende Großmutter mit einem Teilzeitjob in einer Skagfleischfabrik konnte ich für den kleinen Mr. Talk sorgen. Aber wir sind über die Runden gekommen. Schließlich hatten wir nur noch uns. Nachdem mein Sohn und seine reizende Frau bei der schrecklichen Gasleck-Explosion in der Iridiummine ums Leben gekommen waren. Von diesem Tag an schwor mein kleiner Mr. Talk, sich alle Explosionen untertan zu machen, um seine Eltern zu rächen und... Ach, hey, worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ach ja, Fischkorb, der Vernichter. Jedenfalls hatte ich gerade meinen Bizeps um Fischkorbs klossigen Hals geschlungen. Klossig? Oh, Entschuldigung, ich wollte natürlich klobig sagen. Ich dachte nur gerade an die Klöße, die Mr. Torp mir gestern gekocht hat. Nochmal danke dafür, mein lieber Enkel. Ich liebe dich, Oma! Jedenfalls hatte ich gerade meine Bizeps um Fischkorbs klobigen Hals geschlungen, als Mr. Torp losheulte. Er mag Waldtintenfische und kann nicht mit ansehen, wenn man ihnen wehtut. Sie sind die Prinzen der Meere! Also
ließ ich den Wal wieder hinaus ins weite Meer schwimmen, nachdem ich ihm als kleinen Denkzettel eins aufs Auge gegeben hatte. Danach chauffierte mich Mr. Talk zur Eisdiele und spendierte mir eine Portion Rocky Road, weil das mein Lieblingseis ist. Ich mag besonders, wie die Marshmallows sich wie kleine geschmackliche Landminen vom Schokoladenschlachtfeld abheben. Was ist dein Lieblingseis? Malaga vielleicht? Ich wette Malaga. Ach, apropos Malaga, du errätst nie, wen ich heute getroffen habe. Malago El Magico. Das ist ein Zauberkünstler, der seine Tricks bei Crazy Earl gelernt hat. Deshalb auch sein seltsamer Schnurrbart, weißt du? Aber einmal habe ich ihn einen Rackbau verschwinden lassen sehen. Einen ganzen Rackbau. Ich sagte also zu Mr. Talk, Mr. Talk, sagte ich, war das nicht toll? Und er sagte, ja, Oma, war es nicht so High Five? Das weißt du doch noch. Ich erinnere mich, Oma. Hinterher haben wir uns dann in der Schlange angestellt, um ein Autogramm von ihm zu ergattern. Es muss hier irgendwo sein, wahrscheinlich auf dem Speicher. Ich muss da oben unbedingt mal aufräumen. Ich bewahre dort so viele kleine Andenken auf. Hörst du? Du hörst mir doch zu, oder? Was war doch gleich mein Lieblingseis? Das ist dein Lieblingseis! Tut mir leid, Oma! Tut mir leid, dass Sie sich nicht an dein Lieblingseis erinnern! Dann eben keine Geschichte mehr! Tut mir leid, dass ich deine Zeit verschwendet habe! Meine Oma ist ein Riesenfan von dir. Würdest du mir kurz Hallo sagen? Oh Mann, der Kammerjäger, du bist großartig. Hast du nicht mal Terramorphos zur Strecke gebracht? Ich habe auch mal gegen so ein Riesenmonster gekämpft. Einen Waltintenfisch mit 100 Tentakeln. Hast du auch schon mal gegen was mit Tentakeln gekämpft? Ach, na klar, Terramorphos hatte ja auch Tentakel. Wie dumm von mir. Wo war ich stehen geblieben? Es tut mir so leid. Ach ja, richtig, das war ein Monster. Sein Name war Fischkopf der Vernichter. Aber ich nannte ihn nur den Vernichter. Als ich ein kleines Mädchen war, griff er meine Heimatstadt Tsunamis Edge an. Warst du jemals in Tsunamis Edge? Tolle Stadt, schöne Strände, super Essen und extrem niedrige Lebenshaltungskosten. Sogar als alleinerziehende Großmutter mit einem Teilzeitjob in einer Skagfleischfabrik konnte ich für den kleinen Mr. Talk sorgen. Aber wir sind über die Runden gekommen. Schließlich hatten wir nur noch uns. Nachdem mein Sohn und seine reizende Frau bei der schrecklichen Gasleck-Explosion in der Iridiummine ums Leben gekommen waren. Von diesem Tag an schwor mein kleiner Mr. Talk, sich alle Explosionen untertan zu machen, um seine Eltern zu rächen und... Ach hey, worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ach ja, Fischkopf, der Vernichter. Jedenfalls hatte ich gerade meinen Bizeps um Fischkopfs klossigen Hals geschlungen. Klossig? Oh, Entschuldigung, ich wollte natürlich klobig sagen. Ich dachte nur gerade an die Klöße, die Mr. Talk mir gestern gekocht hat. Nochmal danke dafür, mein lieber Enkel. Ich liebe dich, Oma! Jedenfalls hatte ich gerade meine Bizeps um Fischkopfs klobigen Hals geschlungen, als Mr. Talk losheulte. Er mag Waltintenfische und kann nicht mit ansehen, wenn man ihnen wehtut. Sie sind die Prinzen der Meere! Also ließ ich den Wal wieder hinaus ins weite Meer schwimmen, nachdem ich ihm als kleinen Denkzettel eins aufs Auge gegeben hatte. Danach chauffierte mich Mr. Talk zur Eisdiele und spendierte mir eine Portion Rocky Road, weil das mein Lieblingseis ist. Ich mag besonders, wie die Marshmallows sich wie kleine geschmackliche Landminen vom Schokoladenschlachtfeld abheben. Was ist dein Lieblingseis? Malaga vielleicht? Ich wette Malaga. Ach, apropos Malaga, du errätst nie, wen ich heute getroffen habe. Malago El Magico. Das ist ein Zauberkünstler, der seine Tricks bei Crazy Earl gelernt hat. Deshalb auch sein seltsamer Schnurrbart, weißt du? Aber einmal habe ich ihn einen Rackbau verschwinden lassen sehen. Einen ganzen Rackbau. Ich sagte also zu Mr. Talk, Mr. Talk, sagte ich, war das nicht toll? Und er sagte, ja, Oma, war es nicht so High Five? Das weißt du doch noch. Ich erinnere mich, Oma. Hinterher haben wir uns dann in der Schlange angestellt, um ein Autogramm von ihm zu ergattern. Es muss hier irgendwo sein, wahrscheinlich auf dem Speicher.
Ich muss da oben unbedingt mal aufräumen. Ich bewahre dort so viele kleine Andenken auf. Hörst du? Du hörst mir doch zu, oder? Was war doch gleich mein Lieblingseis? Du hörst mir also zu, wie wunderbar. Du bist ein noch besserer Zuhörer als mein altes Haustier, Bisto, der Rack. Bisto war so süß. Hattest du jemals einen Rack als Haustier? Wenn man sie zähmen kann, sind Racks die besten Haustiere überhaupt. Wenn ihm langweilig war, saß er immer auf meiner Schulter und pickte Fleischbrocken aus meinem Hals. Ich weiß noch, wie er gezwitschert hat. Piep, piep, das war so niedlich. Einmal habe ich mich mit ihm unterhalten. Mr. Bisto, sagte ich. Er ließ sich gern Mr. Bisto nennen, weil er sich dann so vornehm fühlte. Mr. Bisto, sagte ich also, du siehst heute ausgesprochen niedlich aus. Und er antwortete, danke, wie lieb von dir. Naja, eigentlich hat er nur gezwitschert, aber ich habe ihn auch so verstanden. Dann senkte er sein kleines Köpfchen, als ob er sich verbeugen wollte. Er war einfach entzückend. Bisto war mein drittes Rackhaustier. Mein erstes war Woody, aber der wurde von einem Zug überfahren. Dann kam Anita, die abgeknallt wurde, als sie sich an dem Zug rächen wollte, der Woody erwischt hatte. Schließlich fand ich Bisto, als er kleine Häuflein auf die Windmühle neben unserem Haus kackte. Nachdem Mr. Talk und ich ihn am Boden hatten, genauer gesagt, habe ich ihn mit einem sauberen Roundhouse-Kick mitten ins Kreuz aus der Luft geholt, brachten wir ihn ins Haus und fütterten ihn mit Skagsteaks, bis er uns endlich liebte. Noch heute vermisse ich Bisto manchmal. Er starb irgendwann an Altersschwäche. Rex werden nur ein paar Jahre alt, aber ich genoss die Zeit in vollen Zügen. Armer Mr. Talk. Als Bisto starb, weinte er eine ganze Woche. Die anderen Kinder in der Schule hänselten ihn dafür, aber ich habe ihm gesagt, dass er sich nichts daraus machen soll. Gefühle zu zeigen, ist kein Zeichen von Schwäche. Das ist wahr, High Five. Stimmt was nicht? Du scheinst verwirrt, Kammerjäger. Oh, du hast wohl noch nie gehört, dass jemand Mr. Talk High Five nennt. Alle Welt mag ihn nur als Mr. Talk kennen, aber die Flexingtons rufen ihn immer bei seinem zweiten Vornamen. Schließlich ist es eine alte Familientradition der Flexingtons, den Namen des Großvaters oder der Großmutter als zweiten Vornamen zu tragen. Und mein Mann, High Five Flexington, möge er in Frieden ruhen, war vor seinem Dahinscheiden der beste Großvater, den Mr. Talk sich hätte wünschen können. Er brachte ihm fast alles bei, was er über Waffen wusste. Ohne High Fives Lehrstunden würde die Talk Corporation heute wohl gar nicht existieren. Du liebe Zeit, ich erinnere mich noch an die erste Waffe, die Mr. Talk nach dem Tod seiner Eltern bauen wollte. Eine Jacobs-Schrotflinte, an deren Lauf eine Stange Dynamit angebracht war. Talk hätte sich damit fast den Schädel weggepustet. Aber er stand wieder auf, kämmte sich den Staub aus dem Schnurrbart und schwor, dass er vor seinem 11. Geburtstag eine Waffe bauen würde, die Explosionsgeschosse abfeuert, ohne den Schützen zu töten. Und genau das hat er dann getan. Ha! Er brauchte zwar ein paar Dutzend Prototypen, bis die Mischung aus Waffenteilen und Sprengstoff stimmte, aber dann kabumm! Ich werde nie die Rauchwolke vergessen, die vom Haus meiner Nachbarn übrig blieb. Nicht schade, das waren so Idioten. Du liebes Bisschen, ich kaue dir hier gerade beide Ohren ab, was? Es ist so nett, dass du mir die ganze Zeit zuhörst. Jetzt habe ich dir aber genug Zeit gestohlen. Fühl dich bitte nicht verpflichtet, noch länger zu bleiben. Nimm doch bitte das hier als Dankeschön dafür, dass du einer alten Frau Gesellschaft geleistet hast. Du siehst sogar noch besser aus, als Mr. Talk dich beschrieben hat. Weißt du noch, wie wir zusammen Bunkers und Bergessen gespielt haben? Das werde ich nie vergessen.
Ich bitte dir eine Gelegenheit. Sichern und laden. Freude, dein Geld anzunehmen. Lensmänner, Achtung! Ich habe nur eine Frage, die ich euch allen stellen möchte. Eine Frage. Vor einigen Jahren waren wir Feinde. Aber die Zeiten sind vorbei. So froh ich auch bin, euch alle in Sanctuary zu sehen. Ich weiß, dass ihr nur hier seid, weil ihr keine andere Wahl hattet. Ich weiß, wie furchtbar es da draußen ist. Ich weiß, dass Jacks Armee wie ein Sandsturm über diesen Planeten hinweggefegt ist und alles zerfetzt hat, was ihr im Weg stand. Als ich mich vor Jahren den Crimson Lance anschloss, sagten sie mir, ich würde diejenigen beschützen, die sich nicht selbst beschützen können. Aber ihr wisst so gut wie ich, das war eine Lüge. Aber dieser Kampf gegen Hyperion, der ist wahr. Wenn wir uns nicht verbinden, wenn wir diese Stadt nicht vor Jacks Armee beschützen können, dann sind wir erledigt. Ich bin Roland und ich habe nur eine Frage. Seid ihr dabei? Komm vorbei! Ich habe Arbeit! Auf die Waffe an deiner Seite vertrauen! Pass auf dich auf! Bis bald! Okay, was haben wir denn hier?